Zu dem vielfältigen Brauchtum, das weit ins Mittelalter zurückreicht, gehört die Pfingsterbrut, die Pfingstbraut. Niemand vermag genau zu sagen, wie alt der Brauch ist, der alljährlich am ersten Pfingsttag die Kinder begeistert. Vor allem in den ländlichen Gebieten, entlang der heutigen Grenze zu den Niederlanden, etwa zwischen Tecklenburg, Havixbeck und Vestrecklinghausen, ist dieser Brauch noch besonders lebendig. Er hat seinen Ursprung in den Niederlanden. Irgendwann im Mittelalter kam er dann auch nach Westfalen. Auch in Holland ist der Brauch bis auf den heutigen Tag lebendig. So treffen sich bei dieser Schule im Kreis Borken am Pfingstsonntag die Kinder der Nachbarschaft Heiden-Nordig. In dieser flachen Landschaft sind die Entfernungen weit. Niemand schaut von gegenüber in die Fenster und die einzige Landstraße kennt noch keine Verkehrsprobleme. Ehe der Brautzug den weiten Weg von Hof zu Hof beginnen konnte, waren sehr viele Vorbereitungen zu treffen. Nicht nur Pfingstbraut und Bräutigam galt es, unabhängig von Stand und Herkunft, zu wählen, bunten Krepp und Draht für den Pfingsterbogen zu kaufen, sondern auch eine Menge Groschen für Kuchen und Kakao zu sammeln. Und das alles in kindlich eigener Regie und der Überlieferung getreu, ohne Einfluss der Erwachsenen. Einst, vor der Jahrhundertwende, war die Pfingsterbrut ein Fest der schulentlassenen Jugend, der etwa 14- bis 16-Jährigen also. Heute sind es die 4- bis 14-Jährigen der umliegenden Nachbarschaften, der Höke, die diese Tradition übernommen haben und ihr Fest selbst gestalten. Die Schelle dem Zug voraus zu schwingen, das war immer schon das Privileg des ältesten Festteilnehmers. Er ist der Bas. Die Pfingstbraut hat sich besonders schön gemacht und der Bräutigam ist sich seiner Würde bewusst. Heute sind sie die schönsten. Eine alte Gardine als Brautschleier, ein ausgedehnter Frack mit Pappzylinder und viel, viel Charme. Der Weg führt gute 7 Kilometer durch die reizvolle Parklandschaft des Westmünsterlandes, vorbei an Wiesen und Weihern, durch Busch und Heide. Ein langer, langer Weg von Hof zu Hof. Und vor jeder Haustür erklingt das Lied der Kinder. Es sagt, ein Ei, das nützt uns nicht. Zwei Eier, die schaden uns nicht. 25 auf den Tisch, dann weiß die Braut, dass Pfingsten ist. Streut die Blumen für die Pfingstbraut und den Bräutigam. Wir möchten so gern ein paar Eier haben. Wir möchten so gern ein paar Groschen haben. Eine Mark, die wäre uns lieber. Nun lasst uns nicht so lange stehen. Wir müssen noch einige Häuser weitergehen. Als Lohn gibt es also Eier und Geld. Man gibt reichlich, man gibt gern, denn die Eltern denken zurück an ihre eigene Kinderzeit. Den blechernen Klang der Schelle halten die Tiere in den Stallungen für das Geräusch von Futtereimern.
und weiter geht es von einem Nachbarn zum anderen. Erst ein Drittel des Weges ist bewältigt. Im Korb häufen sich die Eier. Doch der Zufall spielt manchmal mit. Der kleine Josef aus dem weitergelegenen Dorf kommt mit seinem Pony wie gerufen. Denn dem Bräutigam ist es unter seinem Staatsrock warm geworden. Die Braut drücken die Schuhe und der Korb birgt mittlerweile schon die Last von über 80 Eiern. Kein Wunder, dass man sich bald handelseinig wird und, welch ein Zufall, der Pfingsterborgen passt genau auf die Kutsche. Und so unterwirft sich die Tradition wieder einmal dem Fortschritt, der hier bereits auf Gummireifen, jedoch vorerst nur 1,5 PS in Erscheinung tritt. Zum nächsten Hof führt ein einsamer Weg durch den Wald. Für die Schönheiten der Natur wird hier heute kaum ein Blick verschwendet. Für die Kinder ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Einige gehen diesen Weg jeden Tag zur Schule. Und so geht es ohne Angst und Aufenthalt vorbei an den Teufelssteinen, dem südwestlichsten Steinkammergrab Europas. Schon in wenigen Jahren wird auch hier diese Landschaft ein neues Gesicht bekommen. Fernverkehrsstraßen sollen die stillen Wälder durchschneiden. Der größte Teil der Strecke ist geschafft. Bald ist es soweit, dass all diese Mühe belohnt wird. Zum letzten Mal erklingt das Pfingstlied. Und dann setzt man sich in froher Runde zusammen. Hier hat die Mutter der Pfingstbraut inzwischen Berge von Kuchen und gekochten Eiern aufgestellt. In den Kannen dampft der süße Kakao. Auf dem elterlichen Hof der Braut, so will es der Brauch, sind die Kinder zu Gast, erholen sich von dem langen Marsch und stärken sich genüsslich in der Vorfreude auf Spiele und Belustigungen, die nun bald als Krönung des ereignisreichen Tages beginnen sollen.
Singen und Tanzen, Wettkämpfe und Geschicklichkeitsspiele und vor allem viel Spaß, der nichts kostet. An dieser alten Spreuschütte hatten schon Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihre Freude. Denn wer nicht mutig und gezielt diesen Sprung wagt, der bekommt unweigerlich die gefüllte Wasserschüssel ins Genick. Und wer dann den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Gut, dass es vorher Kuchen gab, denn bei dieser Puddingschlacht dürfte keiner mehr so richtig satt werden. Doch das schönste Fest geht einmal zu Ende. Jetzt tanzen nur noch die Mücken in den sinkenden Abend. Und unsere Pfingsterbrut geht ins Land der Träume.